Ja, so, Hallöchen, meine Lieben, auch wenn wir jetzt momentan noch keinen haben, der hier zuschaut. Ich mache kurz hier Musik an. Ich wollte es nur kurz hier, kurz still haben. Ja, Hallöchen, meine Lieben, beziehungsweise ja, momentan noch keiner. Die schalten jetzt alle erst ein. Und, ja, willkommen zurück zu meinem Stream. Zu Kleinkunden-Stream. Nachdem es gestern ja relativ gut lief, will ich heute wieder streamen. Und zwar habe ich auch vorher noch ein bisschen was anzukündigen. Ein paar Sachen. Eine etwas größere Sache, die auch ein bisschen meinen Kanal mit betrifft. Und eine Sache, die nicht unbedingt, ja, was heißt, die auch ein bisschen so den Stream betrifft und so. Habe ich nur was ganz Kleines, hat nichts an der irgendwie an der wie es abläuft oder so zu tun, also was halt schon, aber ich hatte froh, also erstmal die kleine Sache. Hallo ihr beiden, hallo Bebe und Black Tree. Ja, ich hatte froh, das Lied, was immer als erstes läuft, kurz vorm Beginn erstmal auslaufen zu lassen, auch wenn das heißt, dass wir vielleicht 1, 2 Minuten später anfangen, aber halt, falls doch irgendjemand mal das Zeug hören möchte und halt Schwester und das zu Ende hören möchte, ja, möchte ich das halt zu Ende laufen lassen, das Lied. Das sind ja eh meistens nur 1, 2 Minuten oder so, dass ich halt das dann zu Ende laufen lasse, dass halt ich jetzt gerade so ein abruptes Ende ist. Das ist dann immer ein bisschen blöd. Oder so abrupt die Lautstärke umändert, wenn ich hier die Szene wechsle. Das ist dann auch ein bisschen dumm. Na gut. Die andere große Sache, Schestra hat es heute schon mitbekommen, ein Ankündigungsvideo. Und zwar, ich werde meinem Kanal eine größere Umstellung machen. Und zwar insofern, dass ich jetzt erstmal, also das heißt, dass ich jetzt erstmal, ich muss das noch anders formulieren, dass ich die neuen Projekte, falls ich mal neue Projekte habe, dass ich die nur streamen werde. Das heißt, zum Beispiel jetzt halt wie Gräfin und die Spinne und Lärchen auf Zelda. Streamen wir und wird dann halt irgendwann danach auf alterne Gamers Retro hochgeladen. Die momentan laufenden Projekte Behind Frontiers, also das eine da, das wird vorher fertig gemacht. Danach kommt ja schon die Gräfin und die Spinnen, weil sie kommen, dann ist die Streamaufnahmen. Da will ich dann die ganzen Streams halt immer hochladen lassen. Das ist halt sicher von Twitch erledigen. Dass die Leute sich das da halt auf YouTube angucken und dass das gucken können, Entschuldigung, und dass das dann halt als V-Projekt gilt. Ja. Die pausierten Projekte, die da jetzt zum Beispiel wären, ich habe vergessen, meinen Upload-Plan aufzumachen. Ich bin auch so ein Mongo hier. Auch so ein übelster Mongo. Ich stelle mich im Kurs auch mal kurz hier auf beschäftigt, das habe ich wieder ganz vergessen, bevor ich das vergesse und irgendeiner mich anschreibt. Ja, die pausierten Projekte, die ja momentan sind, Planescape Torment, Tales of Phantasia, Final Fantasy, na gut, das nicht, Aluntra, Mafia 3 und, na, der auch nicht. Also diese Projekte, Planescape Torment, Tales of Phantasia und Aluntra, die werden nach und nach im Stream durchgespielt, die werden gestreamt. Je nachdem, wie ob sie sich streamen lassen, heißt das. Das heißt nämlich nicht, dass. Oh, Mafia 3. Heißt nämlich nicht, dass auch Planescape Torment im Fenstermodus läuft, weil ich habe momentan nur keinen zweiten Monitor und werde den auch so schnell nicht bekommen, weil dafür das Geld nicht da ist. Ich bräuchte da auch einen größeren Schreibtisch, weil ich habe vielleicht einen 1,5 Meter langen, oder 1 Meter, ist es glaube ich 1 Meter, oder? Ach, ich kann das nicht gut abschätzen. Jedenfalls, ich habe einen kleinen Schreibtisch, wo ich hier meine externe Festplatte drauf liegen habe. Ich habe meinen Monitor, meine Tastatur, meine Maus, meine Lautsprecher, das Mikro, was links neben mir steht. Und der Controller, der liegt auch schon rechts oben. Also ich habe nicht Platz, das heißt, ich kann keinen zweiten Monitor hier aufstellen. Das ist nämlich für Stream ist eigentlich schon ein zweiter Monitor eigentlich Pflicht, weil ich habe jetzt hier Winamp, Open Broadcaster, dann dieses SMG, das ist dieses Ding, was hier im Fenster das momentane Lied anzeigt. Und ja,
Spiele Terra, während ich dir zugucke. Wie geht denn das? Gleichzeitig spielen und zugucken. Bist du so sehr multitaskingfähig? Ich könnte das nicht. Ich werde schon der Problem bekommen, immer mehr Leute sind und mehr Leute im Chat schreiben, dass ich den Chat hier ordentlich lese. Vor allen Dingen, wie gesagt, ich habe den Firefox habe ich noch nicht offen wegen dem Chat. Ich habe den Broadcaster offen. Ich habe dieses Lead-Extraktungs-Dingsungs da offen. Ich habe Winamp offen. Und das habe ich alles auf einen blöden Kack-Monitor. Und dann nachher noch die Spiele. Das. Ja, das geht. Das geht. Das geht. Fragen wir, warum Gronkh oder Funk, warum die einen zweiten Monitor haben. Oder ich glaube, Gronkh hat sogar noch einen dritten. Zockepiss 3 schaut dir zu. Ja, du spielst ja sowieso gerade noch Final Fantasy 13. Apropos, das ist ja auch auf Steam. Schon seit geraumer Zeit. Ne, das habe ich sogar in Steam. Naja, und wie gesagt, die Spiele werden halt nach und nach ja alle gestreamt. Und was ich noch sagen wollte, genau, nämlich die Projektaufstellung. Wir haben ja momentan zwei Spiele am Laufen. Die Greifen und die Spinne und The Legend of Zelda 1. Die Greifen und die Spinne wird sozusagen einen Slot belegen, der, wo ich entscheide, welches Spiel ich spielen möchte als nächstes, wenn das dann vorbei ist halt. Die Legend of Zelda hingegen wird eure Entscheidung werden. Hab drei Monitore. Oh, du Lacker. wird eure Entscheidung, was ihr danach spielen, ob ihr das Ende der Reihe weiterspielen oder nicht, oder was anderes spielen, das wird dann halt entschieden. Beziehungsweise werde ich wahrscheinlich so machen, dass ich mir das dann halt aufschreibe und dass wir das alles nacheinander durchspielen. Alles, was so kommt und das ist eh zu viel Geld. Und dass wir das dann alles nacheinander spielen, dass ihr mit entscheiden dürft, was ich spielen soll. Solange es halt für mich streambar ist, das muss halt auch bedacht werden, dass ich halt nicht momentan noch nicht alles streamen kann wegen Internet und wegen Monitor. Ich kann zum Beispiel kein Spiel spielen, die vor mir laufen. Weil ich kann euch dann nicht mehr sehen und ich will euch sehen im Chat. Das ist mir wichtig. Dann kennst du meinen Bruder noch nicht, ist noch schlimmer. Sein Zimmer Montana Black seins. Was? Sein Zimmer Montana Black. Seins. Verstehe ich jetzt halt nicht den Satz, das ist ein bisschen komisch. Naja. Na gut, ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal mit die Greifen und die Spinnen an. Gdutz! Was wir ja letztens schon gespielt haben. Ich lasse mal Windem offen. Ich mache mal den MPG-Maker auf. Ich sehe euch gerade nicht kurz, weil ich den MPG-Maker öffnen muss. Ich habe übrigens auch heute wieder Reise ins All aufgenommen, weil ich da wieder dran war im Together. Ja, so bitte kein Vollbild. So, Lautstärke müsste ja noch so in Ordnung sein. Auf jetzt zum letzten Mal, wir haben sie ja letztes eingestellt. Ja, dies machen wir wieder hier drauf, mein lieber Freund. Ja, das war natürlich eine komische Anspielung an Chainsaw Man. Ja, das letzte Mal, weil die Greifen und die Spinne. Viele Leute, die es nicht geguckt haben, also Chesra. Denn sein Zimmer ist so wie der YouTuber Montana Black sein Zimmer. Ach so, okay. Apropos, das soll ich auch noch erwähnen. Ich habe eine blöde Kackmaus in meinem Zimmer. Ihr glaubt's nicht. Ich habe eine Maus in meinem Zimmer. Ich dachte nicht, dass so ein Vieh jetzt in mein Zimmer kommen würde. Die ist hinter meinem Schrank, wo meine Wii U steht. Ist die. Das Vieh. Das nervt mich schon, ey. Das nervt mich schon die ganzen Tage über, dass sie mal. Bra, 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 bra. Das hört sich echt so an, als würde da ein riesen Vieh rumtrampeln, weil nachts ist es halt alles allgemein die Geräusche immer lauter, ne? Bra, bra, bra. Trampelt das Vieh rum, knappert überall rum und die Maus mag dich, ja. Ich weiß nicht, wie die hier reingekommen ist. Naja. Und ich finde es übrigens interessant, dass sie bisher nur 0,09% Frames gedroppt haben. Das ist schon eine gute Leistung. So, ja, ich werde den ersten Stream noch nachholen. Ich kann dir auch kurz erzählen, wie weit wir gekommen waren. Also, wir sind jetzt hier in Wiesenflur, haben Diabela bekommen, haben diese komischen Gammler da geklatscht, haben übrigens auch den Geist geklatscht. Was ich noch geschafft habe, obwohl die Erfahrungspunkte nicht bekommen hat, weil sie gestorben ist. Das sind jetzt momentan die Statuswerte der Charaktere.
Und jetzt habe ich übrigens keine Ahnung, wie es jetzt hier irgendwie weitergeht. Ich denke mal, wir werden einfach mal hier weiter rumfragen müssen. Wir erkunden einfach mal. Und da war dieses komische Kind, was sich im Kreis dreht, was einfach nur bekloppt das Fuck ist. Und jetzt eine Truhe. Ja. Einmal Fruchtkreation. Ah, das hat doch die HP erhöht, oder? Ja, das geht mal die Bela, damit sie nicht so oft verreckt. Auch wenn das wahrscheinlich nicht allzu viel bringt. Bei dem guten Balance dann. Oh Gott, da unten geht es auch noch weiter. Und hier ist ein Itemladen. Hallo, Kind. Dieses Kind dreht sich einfach nur wie verrückt im Kreis. Ja, das habe ich auch mitbekommen, Raphael. Hallo, du da. Ich bin Nieschen Sausewind. What the fuck? Na, dann sausen wir schön durch die Gegend. Gehen wir mal in den Itemladen. Können wir uns gleich mal eindecken. Ach ne, machen wir hier schon. Keine Ahnung. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Willkommen in meinem bescheidenen Geschäft. Hier werdet ihr alles finden, was ihr für die Wildnis oder den Haushalt gebrauchen könnt. Oder doch nicht. Nennen Sie doch Mickey und lassen Sie in einem Cartoon auftreten. Oh Mann. Sag mal. Weiß einer von euch, ob ich die verkaufen soll? Die auch eine Klappe oder braucht man die noch? Ich habe nämlich keine Ahnung, ob wir die noch brauchen. Aber das verkaufe ich mal. So. Wir haben eigentlich. Wir haben keine Trank. Oh, Alter, sind die teuer! Wollt ihr mich verarschen, ey? Alter, ist das alles so teuer. Jetzt mal drei davon. Fünf davon. Und Tränke der Uhr an. Einen, bitte nur, Alter. Das ist viel zu teuer hier, ey. Oh, 900 für so einen scheiß Wiederbelebungsding. Sie. Ich weiß nicht, ob ich die verkaufen soll. Ich meine, das sind immer 50 Teile, wir können jeden Teil gebrauchen. Kommt bald wieder. Ich habe, glaube ich, mir eine andere Stimme mit dem gegeben. Na, egal. Dann gucken wir, hier schon drin waren. Erschlossen. Okay, hier kommt man nicht rein. Muss hier noch weiter. Ja. Ich hasse es, wenn es so viele Wege gibt. Wartet mal, wir waren doch hier unten links noch nicht drin, oder? Ich habe schon ja gestern vergessen, wo wir über. Ach nee, das war genau. Das war ja das Haus, wo der Alex drin ist. Und hier geht es auch weiter, oder was? Nee. Nein, 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 nein. Ich will nichts verpassen. Deswegen. Ja. Das gibt's doch nicht. So viele Wege. Hier geht's überall lang und das gefällt mir. Vögel. Chesra, du hättest es bestimmt wieder deine Freude. Du hast deine Freude wahrscheinlich jetzt wieder. Alter, guck doch jetzt mal, wie Vögel das hier sind! Alter! Attack of the random flying dots! Nicht Attack of the Killer Tomatoes, sondern Attack of the random flying birds ist es hier. Oh mein Gott, ey. Alter, die Viecher. Hallo, Typi. Diese vermale deinen Schufte. Die Verfluchten, wie ich annehme. Ja, ich suche schon seit längerem nach den Verfluchten nahe der Schlucht. Ja, und weiter? Diese Ratten gehören ausgerottet. Eine Meuchelmission? Nein, danke. Ich würde es selbstverständlich Herr Horen belohnen. Nein, verflucht nochmal.